Physik-Wiki bietet mir Erklärungen, Übungen und auch ein Wörterbuch mit Fachbegriffen. Der erste Punkt, den ich hier sehe, ist Lehrbuch. Und da sind jetzt verschiedene Themen aufgelistet. Gehen wir mal Mechanik 1 und dann kann ich mir antippen Kraftmessung mit Federn. Da sehe ich wiederum zwei Subkapitel Lernen und Aufgaben. Bei Lernen werden mir jetzt verschiedene Themen angeboten, die nochmal untergliedert sind. Also ein paar grundsätzliche Fragen, dann wird erklärt, dann gibt es immer wieder auch eine schöne Merkbox. Und dann gibt es hier eben weitere Themen unterhalb von Kraftmessung mit Federn. Und der zweite Punkt ist dann Aufgaben, die teilweise freigeschaltet sind, teilweise kostenpflichtig freigeschaltet werden müssen. Ab und zu poppt auch mal ein Werbefenster auf, was aber nicht furchtbar stört. Bei den Aufgaben kann ich jetzt mir immer Lösungen anzeigen lassen und auch Lösungswege in gewissem Maße, sodass es ziemlich übersichtlich ist. Der zweite Punkt hier oben ist Größen und Einheiten. Das ist ein Glossar, also ein Wörterbuch. Da geben wir jetzt mal ein Graph. Mal gucken, was er ausspuckt. Also Kraft. Dann ist eine Erklärung zu Kraft und dann werden auch noch verwandte Artikel angezeigt, sodass insgesamt das ganze Ding auch im Online-Modus ziemlich übersichtlich ist. Links dazu gibt es in der Beschreibung.